shorty, it's your birthday. Thank you.
Thank you.
it's our tomorrow. Again.
stay until the end. Looking for the after party to begin. I'm going down, 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 I'm going down to la la la. Oh,
Wenn ihr die Atmosphäre hören könnt im Radio und ihr könnt sie hören, dann könnt ihr ungefähr ahnen, wenn ihr nicht hier seid, was hier los ist. In Nature One 2003, Westbam persönlich auf der Bühne und nachher noch ganz kurz im Interview bis 5 Uhr übertragen für euch live. Gleich gibt's noch Jamex de Leon, vorher noch ein Live-Act, aber jetzt erstmal weiter mit Westbam.
stars and sleep all day on a chain link bed of nails.
go, shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up, cause that's your birthday. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill the balls. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug if you're in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill the balls. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug if you're in the getting rough. When I pull up out front,
Das hier ist Sunshine Live Spezial Maximal von der Nature One 2003. Wir haben es nicht geschafft, ihn auf dem Barbecue ans Telefon zu bekommen, weil es angefangen hat zu regnen, obwohl die Party scheiße geil war. Wir haben es nicht geschafft, ihn bei der Love Parade an der Siegessäule ans Mikrofon zu bekommen, weil sein Plattenkoffer weg war. Aber was er eben auf der Bühne gemacht hat, ihr habt es ohne Unterbrechung im Radio hören können. Ralf Taucher war eben auch da. Das kann man mit Respekt sagen. Ralf war eben total geflasht. Eben auch Bekannter auf der Bühne. Was der Westbam heute gemacht hat, hat viele eben völlig geflasht. Was war denn los? Right on. Ja, folgt mich. Nein, ich meine, ja. man darf es mal ehrlich sagen. Also das war wirklich eben so, die Leute gesagt haben, wow. Es war der absolute Hammer. Es war sensationell, bravourös. Ich habe Gänsehaut gehabt die ganze Zeit. Oberst geil war es, oberst geil. So, mein Taucher, oder? Da kann man sagen, mein Taucher. Ich lüge dich nicht an. Right, also, Tatsache. Ich meine, Max, ich beobachte dich ja schon seit Jahren. Nature One ist immer so ein Standard-Interview. 2 Minuten müssen sein mit dem Westbam. Du bist heute, wenn man sich so beobachtet, so ein bisschen von außen kennt, du bist so völlig locker heute. Ist irgendwas Besonderes? Also du bist keine verdammt Ahnung, gut gelaunt. Ja, ich hoffe, ich bin immer locker. Also so, das heißt, ich bin immer locker. Stress. Aber, ja, okay. Wobei, da waren ja 1000 Interviews. Ja, genau. Überleg mal. Guck mal, der da. Ja, wenn du 10 Minuten vor deinem Set bei der Love Raid, wo 800.000 Leute dastehen, nicht weißt, wo deine Platten sind, dann bist du ein bisschen gestresst, weißt du? Also, aber sonst bin ich eigentlich relativ locker. Max. Und beim Barbecue war einfach so scheiß Wetter. Schade, aber deshalb sind wir heute hier und extra locker. Unglaublich. Max, wenn wir schon beim Thema sind, das konnte ich in Berlin nicht fragen, die Love Raid, ich habe mich mit dem Bezirksbürgermeister unterhalten, hat mir Berlin noch gesagt, wichtiger Mann, wir wussten nicht, wie er heißt, wir haben ihn einfach geholt. Okay. Der selbst offiziell gesagt hatte, ganz klare Steigerung, ganz wichtig, der ist so ein bisschen außerhalb von den anderen Politikern in Berlin. Wie hast du die Love Parade dieses Jahr gesehen und was ist für dich Nature One? Also ich fand Love Parade auch ein absolutes Highlight und wie gesagt, es war dieses Jahr vielleicht eine kleine Überraschung einfach, weil so viele Leute geunkt hat. Aber hat die Presse nicht einfach auch ständig alles runtergeschrieben? Ja, also es ist wirklich eine Krankheit. Also so, ich hatte am Sonntag dann ein Gespräch mit so einem Engländer, der meint, der konnte so ein bisschen Deutsch und der verfolgt die deutsche Presse und Medienlandschaft. Und er sagt, ey, ich komme jedes Jahr zu dieser Love Raid. Und eins müsste ich ihm mal erklären. In Deutschland, wenn er in Medien irgendwas hört, hat er immer das Gefühl, Love Raid ist scheiße. Und dann kommt er dahin und meint, das ist doch unglaublich. Und er könnte überhaupt nicht verstehen, warum in Deutschland das immer so in den Medien so klingt, als wäre das nichts. Ja, und da habe ich ihm gesagt, naja, das ist so ein bisschen so, wie die Deutschen an die Sache rangehen. Also so, sie finden es lieber eher ein bisschen scheiße als gut. Aber so, wer die Augen aufmacht und wer weiß, hey, das ist wirklich das größte Techno-Festival der Welt und die ganze Welt beneidet uns drum. Und die Leute sollten sich nicht immer so kleinreden. Vielleicht ist ja auch jedes Jahr Diskussion gut, das Ding bleibt am Leben. Ja, okay, klar. Aber also... Und, so muss es muss nicht so sein, ne? Ja, ja, also so, ich denke, man muss nicht immer versuchen, so völlig verzweifelt das Haar in der Suppe zu suchen. Ja, wenn da 800.000 Leute durchdrehen, muss man nicht überlegen, was war denn jetzt eigentlich scheiße, ja? Hat vielleicht doch noch jemand irgendwo eine Dose hingeworfen und können wir nicht darüber noch meckern? Oder hat nicht doch irgendwo im Tiergarten irgendwie eine Lerche gebrütet und ist weggeflogen, weil es war zu lauter Sound oder blauer war, ja? Also man, natürlich kann man auch darüber sprechen, aber dass es immer nur darum gehen muss, ja? Definitiv. Das ist ja genau das Ding. Die Presse ist die eine Sache. Wir haben es vorhin bei der Pressekonferenz hier erlebt, Nature One, die ja den Preis bekommen haben, beste Veranstaltung dieses Jahr beim German Dance Award, dass die Presse auch gefragt hat, wie viele Leute haben den Führerschein schon weg, wie sind die Drogenkontrollen, sag ich, wo ich dann auch gesagt habe, Entschuldigung, hier sind fast 50.000 Leute oder über 50.000 Leute dieses Jahr, 9 Führerscheine, rechnet doch mal hoch. Da gibt's wiederum 10 Applaus von diesen Presseleuten, das ist eigentlich ein konträres Ding, ja. Ja, also einerseits kann man sagen, okay, es ist natürlich die schlechte Meldung, ist immer, also okay, das kann man ja verstehen. Wenn es in Indien allen Leuten gut geht, ist es keine Meldung. Wenn dann ein Zug entgleist und 50.000 Leute sterben, dann ist es eine Meldung. So, von daher, dass schlechte Meldungen immer noch eher Meldungen sind, als dass es war super und alles war toll. Das ist keine Meldung. Okay, aber man sollte versuchen, andererseits auch, denke ich, so ein bisschen die Wirklichkeit abzubilden. Also und so ein bisschen zu gucken, was ist denn. Und ebenso Nature One, okay, vielleicht haben auch heute wieder 2 Leute ihren Führerschein verloren, aber darüber hinaus haben 50.000 Leute eine gute Zeit und das ist eigentlich auch eine Meldung wert.
Jetzt hast du dieses Jahr auch zusammen mit dem Klaus, den ich ja auch dann bei dir in der Wohnung im Dezember kennengelernt habe, was eine für mich immer noch sensationelle Sendung war. Aber diese spontan auf dem Balkon mit dem Nachbar Gitarre, du aus dem Bett moderiert, die Leute an der Tür geklingelt. Das sind so Sachen, die Spaß gemacht haben. Jetzt hast du mit dem Klaus zusammen den German Dance Award bekommen für den besten Produzenten. Mhm. Was für einen Stellenwert hat das für dich, abgesehen davon, dass du nicht den ersten Preis gewonnen hast im Laufe der Jahre, aber ich habe ja auch gesagt, wenn einer wirklich mal für mich so ausgezeichnet werden müsste, ist es ein Maximilian Lenz, der über die Jahre hin es geschafft hat, mit seinem komplett eigenen Ding eigentlich immer noch größer zu werden, anstatt ne, irgendwo mal da zu sein. Aha. Du bist da und du bist, ich habe immer das Gefühl, du bist entspannter als je zuvor. Oder ja, täusche ich mich? Right on, hey. Irgendwann muss man sich entspannen. Wie alt bist du jetzt, Max? Ich habe dieses Jahr bereits meinen 38. Geburtstag gefeiert. Gibt es für dich irgendwie so ein Datum, wo du sagst, das will ich nicht mehr, oder sagst du, leck mich doch? Ja, also ich bin kein Zahlenmystiker. Die Wahrheit ist also so, weißt du, also so, als Teenie war ich das auch. Mit 18 dachte ich auch, ja, mit 30, boah. Die Wahrheit ist ja, du wirst jeden Tag irgendwie natürlich älter. Jeder wird jeden Tag einen Tag älter. Aber andererseits ist es halt dass ich fühlt sich nicht. Weißt du, das Ich guckt aus sich selber heraus und schaut in die Welt hinein und sagt sich nicht, heute ist das Ich so und so viele Tage alt. Und von daher, solange es Spaß macht, gefällt's. Und ich glaube, dir macht so Spaß wie schon lange nicht mehr. Absolut, nee. Also so, solange ich mein DJing neu erfinden kann und solange ich irgendwie, und das merkst du vielleicht dieses Jahr auch wieder, ich mache schon krass immer auch wieder andere Sachen. Entschuldigung, das hat heute Abend jeder gemerkt. Und für mich war DJing immer, wenn ich Leute antören kann auf irgendwas Neues und irgendwas anderes und wo die Leute sagen, wie war das? Was war das? Ja, und genau. Aber es war geil. Genau so war es heute. Und das ist für mich eigentlich die originale Message von Technokultur und sonst wie. Also diese Open-Mindedness und Abfahren darauf, was wo nicht klar ist, was ist es und aber es ist toll. Das finde ich, also das hält mich sozusagen als DJ im Leben und das ist das, wofür ich auflege. Du hast auf der Pressekonferenz von Mayday einen ganz interessanten Satz gesagt, dass man dort sich ganz speziell auf was Bestimmtes vorbereitet, weil es einfach ein Highlight ist. Ich durfte dieses Jahr zum ersten Mal da spielen und genauso ging es mir. Absolut. Dir geht es aber auch immer noch so. Absolut. Ja, also bist du noch nervös vor solchen Gigs oder sagst du, kribbelst bei dir oder sagst du, ich also kribbeln ja. Mache ich mir in die Hose? Nein. Kribbelt's? Ja. Also, und das muss auch wohl so sein. Du musst schon irgendwie eine Spannung aufbauen, weil deine eigene Stimmung überträgt sich über die Nadel. Mehr als die Stimmung der Musik überträgt sich die Stimmung des DJs über die Plattennadel, über das Soundsystem nach draußen. Und insofern, wenn man so völlig gelangweilt daran gehen würde, das wird nicht gehen. Max, ich will dich nicht überanstrengen. Du hast uns schon genug Zeit geschenkt, aber ich bin schon völlig Tillmann, ich bin schon völlig überanstrengt. Nee, es geht noch. Im Dezember werden wir dich super gerne wieder verhaften, weil dann kommen wir aber auch mit dem richtigen ESN-Anschluss zu euch ins Los Pibbles Studio. Das wäre ja der Hammer, oder? Ich werde vorher nochmal anreisen, wir werden die Anlage checken, weil die hat einen Anlagenanschluss, wir brauchen einen Mehrgeräteanschluss. Okay. Yeah, aber da freue ich mich drauf, weil ich freue mich auf die Gespräche, ich freue mich auch auf eure Los Pibbles Crew und was wir uns aber dadurch ermöglicht haben, Westbam aus dem Bett mit Mikrofon. Ja, hätte ja, es ohne die Pandemie gegeben. In Bed with Westbam. Ich erinnere mich. Ganz genau. Das war natürlich der Hammer. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und Max, wir haben auch jetzt noch einen neuen Gast im Studio. Ist gerade eingemietet. Eniac. Ja. Genau, Eniac ist jetzt auch dabei. Ich finde, wir sollten ihn mit einladen. Ja, den können wir mit einladen. Der hat ja schon mal den Award geglänzt. Exakt. Mit Einlagen. Oder? Exakt. Eniac alias Robert ist dann auch im Studio. Also wir planen das und spätestens im Dezember haben wir wieder Zeit, uns ganz in Ruhe zu unterhalten. Okay. Dankeschön, Max. Tschüss, Mann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Westbam, das hier ist Sunshine Live von der Nature One 2003 noch bis 5 Uhr. Sunshine Live. Hey, yeah. Live.
Upside down.